Hallo und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiehengebirges. Heute machen wir mal was richtig Leckeres, weil draußen ist saukalt und wenn kalt ist, macht man gerne Eintöpfe. Wir machen Eintopf und zwar einen polnischen Eintopf, national, ja, ist nationalgerecht, Bigosch. Was ich dafür brauche und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. So, wir haben mittlerweile 29 Grad hier in der Hütte, also es ist angenehm warm. So, und jetzt fangen wir an, diese schönen Baconwürfel in den vorgeheizten Dutch Oven. Ihr kennt diesen Umbau von mir schon, ich nehme oben die drei mittleren Roste raus, weil dann passt dieser schöne riesen Dutch Oven hier auch super rein. So, und hier habe ich die Schwarten erstmal mit beigelassen oder nicht rausgenommen, also abgeschnitten, ja. Aber die brate ich jetzt mit an, weil ja, die haben auch ein bisschen Fett. Das ist letztendlich der Geschmacksträger, den wir gleich brauchen. Und deswegen brutzle ich die jetzt noch ein bisschen mit an. Wenn es dann zu wenig Fett wird, machen wir noch einen Schuss Olivenöl mit dran. Ich glaube, das werde ich auch gleich machen. Aber riecht auf jeden Fall mal richtig genial. Und ja, das lassen wir jetzt ein bisschen Fahrt aufnehmen. Hört mal. So, der Bacon hat jetzt seine, ja, 3-4 Minuten hier bei Vollast. Und den nehmen wir jetzt raus. Kommt dann, also den nehmen wir komplett raus. Wichtig ist, dass das Fett drin bleibt. Ich habe übrigens schon, ja, weiß nicht, 3-4 Esslöffel Olivenöl habe ich nachgesetzt. Diese Röststoffe, die jetzt hier sind, die brauchen wir auch, damit wir so ein paar Geschmacksträger haben. So, die Schwarte, die essen manche mit. Ich mag sie persönlich nicht, aber ich lasse bis zum Ende drin, weil auch die Geschmack abgeben. So, und jetzt nehmen wir die Krakauer. Sind übrigens immer 500 Gramm. Würstchen, Krakauer, also die Krakauer. Der Bacon waren 600 Gramm, aber Kasseler Rind und Schweinenacken, das sind jeweils 500 Gramm. Und die brutzeln wir jetzt auch nochmal an. Knistert wieder. So, die Wurst ist fertig, die Krakauer. Also auch mal 3-4 Minuten mit angebraten, ein paar Röststoffe und fertig, mehr brauchen wir nicht. So, und die lassen wir auch bis kurz vorm Ende raus, damit die jetzt nicht auskocht, damit so ein paar, ja, sind mal schöne Geschmacksträger in der Wurst bleiben und damit die Krakauer, das ist ein Schinkenkrakauer, auch noch nach Schinkenkrakauer schmeckt. So, kommt jetzt auch an der Seite und jetzt nehmen wir mal das Rindfleisch und auch das braten wir an. Und das lassen wir auch kurz Farbe annehmen. Und dann kommt die nächste Sorte rein. Wie gesagt, das ist jetzt Rinder. Das Schulter oder Nacken? Ich muss lügen. Ich glaube, nein, jetzt Schulter. Aber man kann auch Nacken nehmen. Nacken ist, glaube ich, sogar noch genialer. Aber haben wir nicht da gehabt. So, und Fahrt aufnehmen. Die nächste Sorte Fleisch ist fertig. Da drin. Also, Röststoffe auch genug. Super. Nehmen wir jetzt wieder raus. Ich bin ja echt gespannt, wie das am Ende schmeckt. Ich freue mich drauf. So, und jetzt kommt ja, der Schweinenacken und auch das Gleiche. So, auch richtig anbraten. Und dann geht's weiter. Nächste Sorte, Schweinenacken und auch raus. Also der ballert gut, der Ofen hier, also da gibt es nichts. Da sind jetzt drei, vielleicht 3,5 Minuten. Oh, riecht auf jeden Fall mal richtig genial. So. Und jetzt kommt die letzte Sorte Fleisch, nämlich der Kassler. Und den ballern wir auch richtig an. Ihr seht schon, geht ab, ne? So, genau das Gleiche. Auch 3-4 Minuten. So, und auch der Kassler hatte seine 4 Minuten. Sieht jetzt so aus. Also, raus damit. Oh, genial. Zack. Angebraten.
So, jetzt lassen wir eine Minute Fahrt aufnehmen, dann kommen die Zwiebeln rein. One minute later. Wettertemperatur, also Zwiebeln rein. Feuer. So, die bleiben im Topf. So, die brutzeln wir jetzt kurz an. Und packen da quasi, ja, jetzt schon am besten. So, ihr seht schon, die kriegen auch Farbe ein bisschen, die Temperatur ist da. Die Knoblauch, die feingewürfelten Knoblauchwürfel mit rein. So, eine Minute ohne. So, nach guten 90 Sekunden sehen die Zwiebeln so aus. Und jetzt nehmen wir mal so einen Schwung Olivenöl. Ihr könnt auch jedes andere Öl nehmen, ich nehme gerne Olivenöl. Kippen wir oben rüber. Und dann nehmen wir hier den Weißkohl. Und zwar die gesamte Menge, hier, ihr seht schon, ne? Geht ab hier. Voll rein. So, und das ist auch jetzt der Grund, warum wir nicht den 10er Dutch Oven nehmen, sondern den ganz großen hier. Das hat für Eier. Das ist 12er, ne? Ja. Danke. So. Und da brutzen wir jetzt das Kraut richtig an, weil jetzt wäre der 10er am Ende gewesen. Am Ende passt es wahrscheinlich wieder rein, weil Kraut völlig zusammenfällt. Aber Kraut und die Gewürze, die gehen wir jetzt rüber. So, dann haben wir Lorbeerblätter, die geben wir gleich zu, und die Wacholderbeeren, wenn das Zeug jetzt ein bisschen angebrutzelt ist. Boah, der Duft, Leute. Boah, holt euch ein YouTube-Abo mit Geruchsanschluss. Kann ich nur empfehlen. Hammer, 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 Hammer. Achso, Hammer wollten wir nicht mehr so oft sagen. Aber Leute, das ist wirklich Hammer. So, oh, geil. Ich freue mich echt drauf. So, das lassen wir jetzt noch ein bisschen anbrutzeln hier. Und dann kommt der Sauerkraut dazu. So, Weißkohl, ne? Hammer, oder? Wollen nichts zu sagen. So, bauen wir hier so ein kleines Bett in der Mitte. Und da kippen wir jetzt hier mal so den Sauerkraut rein. Weil das ist das Wichtigste, der muss. Kann auch noch mehr nehmen, aber ich nehme so diese Menge. Wie gesagt, die Rezepturen findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Und da drehen wir jetzt mal richtig durch. Oh, jetzt kommt Sauerkraut hoch. Geil. Richtig geil. So, und da machen wir jetzt auch schon die Lorbeerblätter und die Wacholderbeeren mit dran. Oh, riecht heftig geil, ehrlich. Hammergeil. Nur zieht kein Gramm Flüssigkeit hier, ne? Voll genial. Aber wir müssen gleich noch ein bisschen Brühe dran machen. So. So, und dann lassen wir jetzt wieder 2-3 Minuten durchbrutzeln. Das riecht hier so gut, dass der Regieassistent da unten um eine Decke gebeten hat, damit er am Boden nicht friert. Geil, oder? Amigo, alles gut? Na, hier bin ich. Jo. Ja, er schläft weiter. So, geht jetzt weiter. Jetzt nehmen wir hier von dem Liter Brühe, Gemüsebrühe, mache ich jetzt so einen halben Liter ungefähr. Ziemlich genau. Ja, noch ein Schuss. So, den gebe ich jetzt hier an die Weißkohlgeschichte und das Rindfleisch. Weil das braucht am längsten von allen. Das rühren wir dann wieder durch. So, und jetzt gehen wir, jetzt haben wir quasi die Flamme noch neben dem Grill und unterm Grill, beziehungsweise Dutch Oven. Und das nehmen wir jetzt so ein bisschen zurück. Dann mache ich jetzt gleich die beiden äußeren Brenner nur noch an. Und dann lasse ich den erstmal eine halbe Stunde. Mal gerade gucken, die Flüssigkeit. Ja, müssen wir im Auge behalten, ist aber erstmal genug drauf. Wie gesagt, ich habe ja noch mehr. Tomatenmark kann man jetzt schon dran geben, mache ich jetzt bewusst nicht, weil Tomatenmark natürlich die Flüssigkeit bindet. Und dann, ja, dann fehlt uns eben wieder die Flüssigkeit. Ich mache es jetzt so. Lorbeerblätter, wie gesagt, Wacholderbeeren. Das Rindfleisch. Das kann jetzt mit dem Kohl schmoren.
Dafür nehmen wir mal das Deckelchen hier und packen wir oben drauf. Und dann machen wir ihn zu. So, die beiden äußeren Brenner an. Und die mittleren aus. Und die beiden anderen auch. So, und jetzt lassen wir dann mal so eine halbe, dreiviertel Stunde ziehen. Dann geben wir das restliche Fleisch zu. Beziehungsweise, ja, Fleisch, ja, die Würstchen ganz am Ende. Und dann seid ihr wieder dabei. So, eine halbe Stunde ist das Zeug da jetzt auf dem Grill am Schmoren und ich auch. Deswegen darf ich jetzt erstmal einen Schluck trinken. Auf euch und auf meinen Kameramann. Prost. Total lecker. So, und jetzt einmal hier in das Döppchen reingucke. Oh, jetzt zieht hier schon ein bisschen Dampf. Das ist gut. Also ich habe vorhin schon mal etwas Flüssigkeit nachgekippt, beziehungsweise Brühe. Und ich glaube, das können wir gleich auch nochmal machen, ja. So, das ist jetzt hier eine halbe Stunde richtig am Schmoren. Oh, super. Heißt, wir geben jetzt das weitere Fleisch rein. Zuerst den Nacken. Dann den Kassler. So. Dann die Baconwürfel. Und die, ja, die schwarze, die darf mit rein zum Backen hier, sag ich mal. So. Und da drehen wir jetzt mal anständig durch. Oh, genial. So, ein Tomatenmark kommt kurz vor Schluss. Das kommt jetzt noch nicht. Und die Würstchen natürlich auch. Aber ihr seht schon, ne? Der Kohlanteil und der Fleischanteil. Wenn jetzt einmal so ein bisschen hier so ein Loch buddeln, ist noch Flüssigkeit da. Aber ich habe da wirklich ein bisschen Angst, dass es noch zu wenig ist. Das heißt, wir nutzen jetzt die restlichen 250 Milliliter von dem ganzen Liter. Und das packen wir damit rein. So. So, mit Salz bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig gewesen, weil jetzt ist der Bacon da noch mit drin. Kassler ist alles ein bisschen salzig. Und deswegen schmecken wir wirklich kurz vor Ende erst letztendlich ab. So, und jetzt machen wir das Ding wieder zu. Und ich glaube, ja, ich werde zwischendurch mal reingucken, aber wir werden jetzt mindestens eine Stunde das Zeug schmoren lassen. Und ja, dann seid ihr wieder mit dabei. Dann kommt Tomatenmark, die Pilze ran. Beziehungsweise, ist heiß, 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 ja, sehr heiß. Was machen wir mit so einem schweren Deckel, wenn man nur eine Hand frei hat? So, und den machen wir wieder drauf. Deckel zu. Und jetzt die beiden äußeren Brenner habe ich jetzt auf 3/4 Last. Das sind so 180 Grad ungefähr. Und die lassen wir jetzt so und in einer Stunde sehen wir uns wieder. Anderthalb Stunden später, also insgesamt jetzt 2 Stunden. Schauen wir mal. Dampft noch, sieht man. Sieht jetzt auch nur die beiden äußeren an und köchelt so leicht vor sich hin. Oh, super. Also ich habe vor einer halben Stunde mal nach Flüssigkeit geguckt. Sieht super aus. Wir haben, ja, jetzt insgesamt haben wir noch mal 300 Gramm Wasser, also 300 Milliliter Wasser nachgekippt. So, und ja, ich würde sagen, ne, so Flüssigkeit ist so gut wie weg. Heißt, wir nehmen jetzt das Tomatenmark, packen das hier in der Mitte rein und dann wird das damit eingerührt. Alles mal so schön durch. Wenn wir da sowieso durchheben, können wir ja auch gleich die Würstchen damit zugeben und die Pfifferlinge. So, jetzt haben wir dann aber auch wirklich alles drin und haben einen Riesentopf. Und die Würstchen sind natürlich jetzt kalt. Die haben wir ja vor 2 Stunden angebraten. So, und jetzt geht es daran, das Ganze mal so richtig schön durchzuheben. Boah, riecht das genial. Oh, die Pfifferlinge jetzt. Boah, heftig, geil. Und das lassen wir jetzt noch mal. Mal gucken, wie viel Flüssigkeit noch da ist. Ja, minimal ist noch da. Tomatenmark bindet jetzt ein bisschen. Vielleicht gebe ich noch mal 100 Milliliter Wasser zu. Oder Brühe, ne, Wasser nehmen wir. Wird kräftig genug sein, das Ganze. Damit das noch einmal richtig aufköcheln kann. Und dann wird in 10, 15 Minuten verkostet. Ja, super. So, lassen wir den, machen wieder einen Deckel drauf. Oh, sieht geil aus. So, Deckel drauf.
Ups, immer noch knallheiß das Ding. So. Und jetzt nochmal 15 Minuten und dann wird verkostet. So, nach genau 2 Stunden und 15 Minuten, plus minus 5 Minuten, die Gosch ist fertig. Sieht jetzt so aus. Ja, und leider, nein, wie immer habe ich das Glück, dass ich das mal probieren darf. So, dann nehmen wir uns jetzt hier mal so ein Klümpchen raus hier. Oh, mit dem Pilz bei, ja, kann ich wohl verkraften. Sind jetzt Pfifferlinge, kann man Pilze nehmen, was man möchte. Ein Stück Rindfleisch nehmen wir auch. Ein Pfifferling. Ja, und natürlich das Kraut, ja, muss ja mit bei. So, und dann darf ich das jetzt probieren. Das ist noch sehr heiß. Ein bisschen pusten. Wollt ihr mal riechen? Geht gar nicht, ey. Hammer. Und hier sogar ein Stück Kassler, oh, total weich. Also auf euch. Boah, total zart. Nee, war kein Kassler. Das war der Bacon. Rind. Boah, voll zart. Hammer. Der Rindgeschmack ist sogar noch drin. Also nicht ausgekocht. Ich hatte es erst so vermutet. Ja, Pfifferling. Komm her, du Lümmel. Boah, voll genial. Schmeckt auch noch super. Ja, ist auch gerade reingekommen. Und das Kraut ist eine schöne Schärfe, eine leichte Schärfe. Ja, Sauerkraut kommt voll durch. Ist ja anteilig auch weniger, aber voll genial. Und ich habe gehört, wenn man das, den Eintopf jetzt stehen lässt und man wärmt den jeden Tag auf, dann soll der 5. Tag am besten sein. Also das wird er nicht überleben. Ich glaube, den kriegen wir heute Abend locker weg. Also sehr geil. Also da haben die Polen uns was voraus. Also das ist echt genial. Also sehr würzig, sehr scharf, nein, sehr scharf, nicht scharf. Lecker. Eine leichte Süße vom Kraut und den Zwiebeln. Leicht rauchig, ja, von dem, ja, von den Würstchen. Vom Bacon. Voll geil. Also müsst ihr unbedingt nachkochen. Also mir gefällt's. Und wenn es euch gefallen hat, immer an dieser Stelle gerne wohlwollenden Kommentar, Daumen nach oben, Abo wäre genial, Glocke aktivieren, denn sowas geht euch dann nicht mehr durch die Lappen. Ja, und bis dahin bleibe ich euer Olaf, Barbecue Dino. Grillen am Fuß des Wiengebirges, macht's gut. Ich esse weiter.